Wir schreiben das Jahr 2022. Ein kleiner YouTuber hat sich vorgenommen, den Leuten ein bisschen mehr Farbe und Freude ins Leben zu bringen. Und das mit bunten Klemmbausteinen. Und dieser kleine YouTuber, das bin ich, euer bunte Steine-Fan. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, ich habe euch ein weiteres Lego-Magazin mitgebracht. Diesmal das Lego Star Wars-Magazin. Es ist teurer geworden. 4,50 Euro für 5 Teile, wenn man so sieht, aber dafür ein richtig cooler Snowtrooper, ja, das ist, ja, sehr schön. Aber naja, man bekommt ja im Grundprinzip bekommt man noch ein ganzes Heft dazu, aber die meisten von uns wollen ja eh nur den Snowtrooper haben. Aber was ich gesehen habe, ich schaue mir ja die Hefte auch an, das muss ich schon mal sagen. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Beigabe vom nächsten Mal. Da gibt es einen Millennium Falcon und das erscheint am 29. Januar, genau. Aber was auch nicht schlecht ist, zum einen hier auf der Seite ein paar Informationen zu den Schneetruppen. Fand ich ganz witzig und auch spannend zu lesen. Aber das, was doch richtig gut ist, ich bin eigentlich nicht so für Poster, aber schaut euch mal dieses Poster an. Sieht das nicht geil aus, Darth Vader? Also das ist mal ein richtig mega Poster. Das werde ich mir auf jeden Fall hier raus trennen. Das ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Gefällt mir. Zurück zur Minifigur. Wir werden es auspacken. Ich versuche es wieder so schadfrei wie möglich abzutrennen. Wie gesagt, in diesem Blister 5 Teile. Na gut, die Rückseite habe ich bezahlt. Gut, kein Problem. Schaut sich keiner mehr an. Das können wir auch abmachen. Wie gesagt, alles in diesem Blister hier drin. Und das ist größerer Blister, als jetzt Teile drin sind. Das ist klar. Ich würde sagen, wir machen es mal auf und schauen, was drin ist. Schön, dass die jetzt so aufgehen. So, aha. Da haben wir schon mal die Teile drin. Ups. So. Ja, mehr kommt da jetzt auch nicht wirklich raus. Das war's. Und da steht er schon vor uns und ich würde sagen, wir machen mal einen schnellen Live-Bild. Das lohnt sich ja eigentlich bei einer Minifigur. Bei einer Minifigur lohnt sich das wirklich. So, dann machen wir den hier drauf. Und den sympathischen Gesichtsausdruck von unserem Truppler. Dann das hier. Und die Waffe. So. Und da steht er auch schon fertig vor uns. Wie gesagt, das dauert nicht sehr lange. So, da schauen wir uns mal die Minifigur an. So sieht sie aus, unser Schneetruppler, unser Snowtrooper. Es ist einfach eine mega geile Figur. Das muss ich jetzt mal sagen. Entschuldigt dieser Ausdruck, aber trotzdem, das ist wirklich eine richtig gute Figur. Mir gefällt diese Kopfbedeckung von den Schneetruppen und ich habe es schon immer, die Schneetruppen, die waren immer so doch meine Lieblingstruppen, wenn ich da hier bei Star Wars immer das geguckt hatte. Die fand ich immer mega, die waren richtig gut und ich fand die Klamotten von denen immer richtig schön. Schauen wir uns mal kurz die Bedruckung an, da nehme ich mal den Helm dazu ab. Sieht wirklich sehr gut aus, dass das hier wirklich ein schöner Anzugdruck ist und dass der noch weitergeht hier über die Gürtellinie und dann bis zur Hälfte, gut drei Viertel von dem Bein noch mit bedruckt ist. Wir sehen auch den Kopf, das ist der Standard-Klon-Kopf, würde ich jetzt sagen, ja, ist auch gut. Und auf der Rückseite, da haben wir nochmal so ein bisschen Grödel, also was jetzt technische Einrichtungen vom Anzug her sind und ja, was halt dazu gehört. Das ist doch schön gemacht. Der Helm selbst, der hat keine Bedruckung jetzt drauf. Nur hier hinten jetzt so sehe ich gerade so ein paar Fältchen mit drin. Gut, das ist auch nicht schlecht gemacht als Detail. Sieht gut aus. Und natürlich hat er hier eine kleine Pistole bekommen. Zum Glück kriegen sie Pistolen und keine Stud-Shooter. Das scheint die Zeit wohl vorbei zu sein. Ich will jetzt nicht zu laut sagen, aber das ist wirklich gut. Und natürlich finde ich auch die Hände sehr gut gelungen hier mit diesem Farbton, dass die Handschuhe zeigen soll. Ja, das war es eigentlich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Außer es ist ein sehr schönes Magazin. Wenn ihr es irgendwo noch seht, das Star Wars Magazin, ich meine, es gibt es ja noch eine ganze Zeit lang, holt es euch. Ich war wirklich versucht, mehrere zu kaufen, aber ich habe mich dann doch, weil 4,50 Euro sind 9 Euro für 2 Figuren. Obwohl, man kommt eigentlich billiger, wenn man 4 Figuren dann hat, hat man 18 Euro bezahlt, da kommt man billiger weg als mit diesem Battle Pack. Das kostet ja 20 Euro. Also wäre das rein theoretisch schon wieder, hätte sich das aufgehoben. Ich meine, man bekommt nicht dieses andere Grödel an Figuren, an Zeug mit dazu, aber wenn man nur auf die Figuren aus ist. Na gut, okay, das ist wieder überlegenswert. Ach, verdammt. okay,
Aber ich schweife ab, das tut jetzt nichts dazu. Sehr schöne Minifigur, holt euch das Magazin, wenn ihr es haben wollt. Allein schon das Poster von Darth Vader, das ist ja wirklich genial. Also, ich tue es mal hier hinten. Also, ja, also, richtig, richtig genial. Richtig, richtig genial. Vor allem so wie Darth Vader hier geschrieben ist, sehr schön. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also, macht's gut. Ciao, ciao, euer Bunte Steine-Fan.